Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DEL2-Meisterschaftsspiels zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Bayreuth Tigers. Vor 1982 Zuschauern in der RK Schwaben Arena haben wir einen Endstand von 1:5. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, zu meiner linken Gäste Coach Sergei Wassmüller und zu meiner rechten unseren ESVK-Coach Andi Brockmann. Herr Wassmüller, Glückwunsch zum Sieg und Ihre Meinung bitte. Ja, hallo, guten Abend. Nach drei Niederlagen in Folge natürlich, wir wollten uns besser verkaufen, wir wollten hier alles geben, um die Punkte zu kommen. Wir haben natürlich auch gewusst, dass es hier zu gewinnen sehr schwer. Kaufbeuren sehr gute Mannschaft, sehr starke erste Reihe, sehr guter Torwart, Löfrich sehr gut. Wir spielen mit aggressiven Vorchecken, wobei es hat auch im ersten Drittel bewiesen, wir haben wirklich viel unter Druck gestanden. Wir haben auch einen Berg überstanden. Ab zweiter Drittel sind wir besser ins Spiel gekommen. Wir haben Chancen das auch bekommen, die auch teilweise ausgenutzt. Und dann im letzten Drittel einfach diszipliniert gespielt, versuchen das ist auch die Vorsprung mit zwei Punkten, zwei Tore halten. Und das hat uns gelungen. Also ich bin zufrieden mit gutem Auswärtsspiel. Top-Leistung, meine Jungs, wir haben sehr viele Schüsse heute geprobt, es hat alle gejagt heute und das ist natürlich sehr froh und ja, das war sehr gut aus jetzt Leistung, Gesamtpartie. Danke. Herzlichen Dank, Herr Wassmüller. Andi, deine Meinung zum Spiel bitte? Ja, gratulieren, sehr gerne bereit zum Sieg, den Sie sich heute auch verdient haben, und man kann es einfach sagen. Zum Spiel, der erste Drittel, glaube ich, wir haben sehr schwungvoll angefangen, aber ich glaube 20:5 Torschüsse oder zu 6 oder irgendwas, aber viel zu anders. Wir sind nie vor das Tor richtig reinkommen, wir haben keine Nachschüsse gefunden, wir waren einfach nicht hungrig. Im zweiten Drittel haben wir gedacht, ja, das wird schon gehen, und, sieht man, die Mannschaft der Bayreuth hat sehr diszipliniert gespielt, haben mit Mann und Maus verteidigt, haben Schüsse blockt. Und dann ist es sehr schwer, dann ins Spiel kommt. Und dann ist es eben so der Lauf des Spiels, wie es gegangen ist. Und wenn du kriegst, schießt du das 1-1 und denkst, das geht schon. Und vielleicht sind solche Spiele jetzt zum richtigen Zeitpunkt für uns. Nach Bittigheim haben wir gedacht, ja, drehen wir halt einmal das Spiel. Wir haben in Frankfurt sehr gut gespielt. Bloß wir sind eine Mannschaft, wir leben vom Kampf, wir leben von der harten Arbeit. Und wenn wir die nicht machen, werden wir gegen jede Mannschaft ein Problem kriegen. Dass die Mannschaft das kapiert hat. Na, dir erlaubt mir eine Nachfrage, das hast du in Kassel auch schon mal gemacht. Du hast da insgesamt 5 Minuten 50 ohne Torhüter gespielt, wo dann das Überzahl war und danach auch so ein Zeichen an die Mannschaft, dass du mehr Konzentration forderst, dass mehr funktionieren soll? Na, gar nicht, aber wenn ich 4 als hinten bin und wenn ich das Paar der anschaue, dann hoffe ich halt, dass mir vielleicht, wenn das 4-2 schießt, dass er noch mehr Ruck durchgeht, aber man hat es heute gesehen, wir haben auch bei 6 gegen 4 oder bei 6 gegen 5 ist zwar die Scheibe nicht raus und gelaufen, aber wir sind nie ins Lot reingekommen oder wir haben dann auch die Möglichkeit gehabt für eine Schusschance, dann warten wir wieder und eigentlich uns ist nichts eingefallen und wie gesagt, mit Sicherheit wollte ich Zeichen setzen, aber hat ja nicht funktioniert. Danke, Andi. Gibt es Fragen von Seiten der Pressevertreter? Meine erste Frage an Herrn Wassmüller. Waren Sie überrascht, dass das Ergebnis letztlich so deutlich ausgefallen ist? Überrascht vom Ergebnis? Dass es letztendlich so deutlich ausfiel? In unserer Leben ist uns Trainer schwer, was überrascht uns, ganz ehrlich. Also, wir müssen da Kämpfe arbeiten und irgendwann wirst du belohnt. Also, wir sind auch so ein Team. Das müssen wir jedem Spiel um Limit zu gehen. Wir müssen dann brutal hart arbeiten und dann am Ende, bist du belohnt oder nicht, dann ist das halt die Frage. Das heute war belohnt sogar ein bisschen mit ein paar Torchen noch mehr, aber im Großen und Ganzen will ich auch, für mich war wichtig, dass, wie die Mannschaft reagiert. Wir haben, wie gesagt, heute zwei Ausländer, die gehabt, einer ist gesperrt, einer war kurzfristig ausgelaufen heute, ganz komplette Reihe muss umstehen. Aber das hat vielleicht auch ein bisschen Wirkung gezeigt, dass diese Mannschaft lebt und wollte kämpfen. Die wollte unbedingt das wieder auf Erfolgsspur zu kommen und das hat uns gelungen dafür. Dankeschön. Herr Brockmann, Sie haben es ja eben schon erwähnt, ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, was das größte Manko vielleicht, Sie haben es eben schon angesprochen, dass im Vergleich zu den letzten Spielen dieser
Hunger der letzte entscheidende Wille gewählt hat heute? Ich glaube, ganz richtig. Das habe ich ja eben gesagt. Ja. Und wenn ich den bei uns in der Liga, das ist egal, gegen wen, ja, auch wenn Bittigheim gegen uns nicht hungrig ist oder irgendwer, die Liga ist so ausgeglichen, wenn du nicht bereit bist und alles machst, dann wärst du gegen jeden Mannschaft Problem. Das habe ich schon mal gesagt, wenn wir bereit sind und wenn wir gut drauf sind und alles, wir können gegen jede Mannschaft gewinnen, aber genauso können wir gegen jede Mannschaft verlieren. Wie gesagt, heute waren wir nicht bereit, den Kampf anzunehmen. Sonst keine Fragen sind, dann darf ich unseren Gästen guten und gesunden Nachhauseweg wünschen und daran erinnern, dass wir am kommenden Freitag hier schon um 19.30 Uhr das nächste Spiel vor der Türe steht, wenn der SC Lestersee zu Gast ist. Vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Wo kriegen wir mal Stick? Da bringt er. So muss er? Ja. Okay. Wo muss er? Okay, alles klar.